Und damit ein herzliches Hallöchen hier zurück zu Crysis 2. Wir sind immer noch auf dem Weg, das Prism zu, ja, zu betreten. Aber müssen jetzt erstmal hier aufräumen ein bisschen. Weil wir bekommen jetzt hier Gesellschaft. Und hier ist jetzt geschlossene Gesellschaft, Leute. Deshalb müsst ihr euch leider hier verpissen. Sorry. Sorry. Musste jetzt leider sein. Ging nicht anders. Ging jetzt leider nicht anders. Tut mir leid. Ihr standet halt im Weg. Und ich habe neue Musik freigeschalten. Oh shit. EMP-Angriff. Systeme gestört. So ist's gut. Perfekt. Hargreaves, ihr alter Drecksack. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Und dann lassen Sie ihn ins Labor bringen. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Boah, Hargreave. Dieser Drecksack. Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Der hat uns die ganze Zeit in eine Falle gelockt. Alle Systeme gestört. Umschaltung auf Kernfunktionsmodus. Priorität auf Lebenserhaltung. Warnung. Tiefschichtenprotokolle zugeschaltet. Leite Systeme um. Aufwachen, Marine. Jetzt wird nicht gestorben. Bewegen Sie Ihren Arsch zurück in den Kampf. Okay, da gibt uns der alte Prophet noch Hinweise. Okay. Augen auf und Arsch hoch. Wir müssen weitermachen. Für die Menschheit. Aber erstmal ein Ladebalken. Oder ein Ladebildschirm, je nachdem. Fehlt nur so eine Fahrstuhlmusik noch. Wann geht's weiter? Ah, jetzt. Nur ein weiterer Frontsoldat. Ohne Masken. Crynet Industries, Prism HQ, Rosewood Island, New York. 25. August, 5.17 Uhr. Wenigstens ist der Nano-Anzug intakt. Das ist das Einzige, was zählt. Hargreave, wenn ich auch rauskomme, sind Sie der Nächste, den ich mir vornehme. Ah, mein junger Freund. Ich wollte Ihnen das eigentlich ersparen, dass Sie das mitkriegen. Aber der Nano-Anzug ist unkooperativ. Dann fangen wir mal an. Scheiße. Wenn ich hier rauskomme, bin ich auch unkooperativ. Das kann ich Ihnen jetzt schon vermitteln. Nehmt mal diese Dinger von mir weg. Bitte? Hallo? Scheiße. Ich bin gefangen wie so ein... Splendid. Ich bedauere diesen Verrat wirklich, aber... Ich habe keine Wahl. Hargreave. Wir wurden verraten. Ich brauche den Anzug. Diesen speziellen Anzug, damit überhaupt Hoffnung besteht, die Seth jemals aufzuhalten. Prophet wusste von all dem. Tja, ein einfacher Soldat reicht dafür nicht aus. Sie sind dabei, Prophet. Ihr Anzug kennt die Nanosysteme der Seth. Sie müssen zurück. Sie sind unsere größte Hoffnung. Sie verdammter Dreckskerl! Sie wussten es. Sie wussten, dass die Anzüge symbiotisch sind und was sie mit meinen Männern machen würden. Sie haben wandelnde Leichen aus ihnen gemacht. Ich habe sie zu posthumanen Kriegern gemacht. Sie sind ein Soldat. Betrachten Sie es einfach als notwendig. Sie haben uns belogen! Tja, vielleicht bin ich wirklich zu geizig mit der Wahrheit umgegangen. Aber welche Wahl hatte ich denn? Und welche Wahl haben Sie jetzt? Die Chef kommen. Man hat immer eine Wahl. Glauben Sie, wir können sie mit normalen Soldaten besiegen? Diesen Krieg können normale Menschen nicht gewinnen. Das ist die Zukunft. Der Tod ist eine Unannehmlichkeit, sonst gar nichts. Wir alle
sind so gut wie tot. Überladung! Schluss mit der Scheiße! Der Anflug verweigert die Trennung! Schluss! Er überlädt! Haltet ihn auf! Tötet ihn, falls nötig, aber beschädigt nicht den Nano-Anflug! Jetzt reicht's! Nur Kopfschüsse! Das Spiel ist aus, Hawkreeve! Sagen Sie gute Nacht! Sag du gute Nacht! Terra, nein! Terra, hören Sie mich an! Es ist okay, Sie sind sicher. CIA, Special Operations Group. Vor 3 Jahren bei den SEALs rekrutiert. Ich habe Ihrem Trupp befohlen, Profit und Gut rauszubringen. Ja, ist jetzt natürlich alles im Eimer. Boah, vielen Dank, du kommst gerade in allerletzter Sekunde. Was sind das? Meine Waffen! Ich will nicht die scheiß Scarab. Später Zeit. Jetzt brechen die Seth hier rein und wir müssen Hargreeve rausschaffen. Ja, toll. Und meine Waffen sind weg. Ist ja best. Der Mann ist völlig verrückt. Er hält sich für den einzigen kompetenten Menschen auf der Erde. Ach, sag bloß. Er hat wichtige Informationen über die Seth. Er hat vor 100 Jahren in Tunguska ihre Technologie gestohlen und arbeitet seitdem daran. Vor 3 Jahren war er der Drahtzieher hinter der Sauerei auf Ling Shan, bei der mein Vater getötet wurde. Er hat einen Plan, wie man der Invasion begegnen kann und den müssen wir rauskriegen. Versteht sich. Er sitzt auf der Führungsetage fest. Dadurch schwer bewacht. Er darf zu niemandem Kontakt haben. Glauben Sie mir, ich hab's ausprobiert. Sie müssen einbrechen. Oh ja, das werde ich tun. Liebend gern. Ich gehe zum Helipad und sichere unseren Abflug. Bringen Sie ihn raus, wir treffen uns dort. Ich bringe ihn nicht raus. Wir fliegen ihn raus und bringen ihn dann irgendwo zum Reden. Oh ich halte nein. Über Funk auf dem Laufenden. Gehen Sie. Ich werde ihn selbst zum Reden bringen. Und dann wird er für immer schweigen. Achtung. Was ist das? Townsend, aktiviere Rinde und exfiltriere Hargreeve. Finde Jacob Hargreeve und stelle ihn. So, Leute. Prophet ist wieder hier. Und ich habe meine Waffen verloren, ihr Drecksäcke. Und ich will sie wieder haben. Oh. Da habe ich sie ja wieder. Trifft sich ja gut. Wo kommst du denn her? Du Drecksau. Du Falscher. Oh. Waffen, Munition. Schick, schick, schick. So, jetzt noch irgendwie ein Munitions... Sorry. Moment, halt. Ich kann doch nicht. Dein Rücken guckt raus. Ja, ist... Na, okay. Ich wollte es auch nur sagen. So, gibt's hier irgendwo eine Munitionskiste, damit ich meine Granddad ein bisschen... Naja, ein bisschen... Sichtkontakt verloren. Was für ein Sichtkontakt? Er ist tot. Lebt hier noch einer? Das kann nicht dein Ernst sein. Sorry, Kollege. Stand es leider ein bisschen im Weg. Hier ist Munition. Die Munition ist voll. Die Grendel, die möchte ich wieder ein bisschen umrüsten. Den Granatwerfer rein. Reflexvisier bleibt drin. So. Jetzt Munition. Hier wieder umwechseln. Und dann bleibe ich erstmal bei der Scarab, weil so bin ich lautlos. Und das ist eigentlich ganz geil, hä? Muss ich noch höher oder kann ich... Ich gehe mal noch höher. Ah, höher geht's auch noch, oder? Okay, vielleicht noch nicht höher. Vielleicht klappere ich erstmal die 2. Etage ab. Okay, hier liegt nur noch eine Scarab. Mehr ist hier nicht. Alles klar. Das nix. Ein großes, reines gar nix.
So, lasst mich mal hier durch, bitte. Danke. Ich mosch. Jo, ich habe auch was gehört. Aber keine Sorge. Tarnfeld aktiviert. Oh, 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 oh. Okay, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Ich bin gerade etwas still, ihr merkt das schon. So, Hargreave, jetzt sind Sie dran. Wo zum Teufel stecken Sie? So, da sind Sie. Theseus, endlich. Willkommen. Karge Belohnung für so viel Aufwand, was? Wer das Labyrinth knackt, will doch wenigstens den Minotaurus sehen, bevor er getötet wird. Nun, das wäre nur fair. Also gut, Masken runter. Ich bin hier. Nur noch ein Computer, oder? Schon gar nicht mehr da. Schockiert? Ich wäre es. Ich würde darin schwelgen. Das plötzlich auftretende Pulsrasen, das Fliegen, diese Chemikalien im Bauch. Wunderbar, solange es anhält. Aber es ist lange her, seit ich das alles gefühlt habe. Ein Jahrhundert oder mehr, seit meine Freuden nur geistiger Natur waren. Ich ging den Weg, den Karl Resch verweigerte, die kalte Straße zur Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, Prophets Anzug selbst zu tragen, seine Waffen zu führen, seine Rüstung anzulegen, das Labyrinth zu betreten und dann endlich den Minotaurus zu stellen. Aber jetzt... Sie müssen beenden, was Prophet begonnen hat. Dich töten. Raus da, Alcatraz! Nein. Moment. Sie brauchen noch ein letztes Stück des Puzzles. Da auf dem Tisch. Nehmen Sie die Spritze. Die Spritze. Aber wieso? Ist das eine gute Idee? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nehmen Sie sie. Aber ich weiß, dass ich das gute Schätzchen hier mitnehmen werde. Oh Mann, ich weiß... Nehmen Sie die Spritze. Ja, okay, ich muss es nehmen. Wieder eine Falle? Oder vielleicht wirklich? Ein Hilfsmittel. Wir werden es herausfinden. Hargreave. Bitte was? Prophet war also die ganze Zeit in New York? Habe ich das gerade richtig verstanden? Das ist ja alles mehr als merkwürdig hier. Ja, glauben Sie denn, ich bin in dieser grässlichen Stadt, weil sie mir gefällt? Haben Sie auf sie gewartet? Warum haben Sie niemanden gewarnt? Wen denn? Die ganze Menschheit? Was haben Sie angerichtet, alter Mann? Sie sind hier und Sie... Richtig, Nathan. Die Eigentümer sind zurück. Aktivieren die Systeme, heizen die Kessel.
Frühjahrsputz in der alten Familienresidenz. Und es gefällt ihnen ganz und gar nicht, was sie hinter dem Kühlschrank gefunden haben. Kann man es ihnen denn verdenken? Ah, die Engel des Todes. Endlich meine Eskorte zurück zur menschlichen Schwäche. Hat ja lange genug gedauert. Werden Sie Prophet. Tragen Sie seine Rüstung. Kämpfen Sie für Ihre ganze Spezies, für den bescheidenen Ruhm der gesamten Menschheit. Raus da, Alcatraz! Ja, das war's! Los! Los! Retten Sie uns alle! Boah, dieser Hargreave, der hat doch so einen Schuss! Hier spricht Jacob Hargreave, als alle Cell-Mitarbeiter. Commander Lockhart ist tot. Ich werde es auch bald sein. Und das Prism wird sich in einer gewaltigen Explosion selbst zerstören. Soviet Prophet ist jetzt ihre einzige Hoffnung, die Alien-Invasion zurückzuschlagen. Sie werden darum alle Feindseligkeiten einstellen und ihn bestmöglich unterstützen, während sie diese Insel evakuieren. Ja, ich bin nicht... Alle Prismeneinrichtungen werden in 10 Minuten durch Explosionen versiegelt. Ihre Pflichten als Angestellte sind aufgehoben. Ausgang über die angezeigten Kanäle. Oh, dieser verflixte Hargreave hat uns alle an der Nase herumgeführt. Ich kann's nicht glauben. Ich fasse es einfach nicht. Okay, wir sind die Rettung der Menschheit. Wir müssen durch die Exit-Tür. Allerdings das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.